Es geht ganz spontan weiter, allerdings draußen auf dem Balkon und nicht im Garten. Ich habe meine Pläne für heute ein kleines bisschen verworfen, das ganze ja, Wetter geschuldet. Also heute Morgen sah es noch deutlich schlimmer aus, da war alles komplett zugezogen und da habe ich mir überlegt, na, das macht keinen Sinn, na, wenn du da drüben bist und na, fängt es an zu regnen, dann hängst du da rum und kannst eh nichts machen. Deswegen habe ich meine Pläne für heute ein bisschen verworfen. Und jetzt pünktlich zum Mittag kommt hier die Sonne raus. Also ja, wie man es macht, macht man es letztendlich falsch. Aber gut, Thema Miniteich im Garten ist ja nicht aufgehoben, lediglich ein bisschen verschoben. Und ich hoffe mal, den Start für die 90 Liter Mörtelwanne dann für die Kardinalfische werde ich noch in den nächsten Tagen irgendwie hinbekommen. So, die Sonne lässt sich gerade ein bisschen blicken und ich muss dann doch nochmal auf das Thema Algenexplosion in den beiden viereckigen Kübeln eingehen. Ich blende gerade nochmal ein paar Aufnahmen drüber von Freitag. Da war das Ganze ja schon ordentlich. Also hier in dem vorderen ging es einigermaßen, aber gerade hinten in dem länglichen Kübel war schon ordentlich Algenbewuchs. Gerade an der Wasseroberfläche auch zu sehen. Es gab einige Büschel auch unten am Boden. Und mit den Aufnahmen von gestern habt ihr ja gesehen, das Ganze komplett wieder verschwunden. Ja, also schon der Wahnsinn, ja, wie schnell das draußen funktionieren kann. Hat mich selbst so ein kleines bisschen irritiert, ja, dass so eine Algenblüte innerhalb von wenigen Stunden weg sein kann. Wenn sie morgens da ist, kann sie abends weg sein. Das ist nichts Neues, das kennen wir. Aber eben, ja, das ist so ein heftiger Befall innerhalb von 2 Tagen komplett wieder weg. Das hat mich dann doch ein kleines bisschen überrascht. Na, wie man auch hier sehen kann, am Boden ist gar nichts mehr. Ne? Überhaupt keine Algenbelege mehr am Boden zu erkennen. Also das hat mich, wie gesagt, selbst ein bisschen irritiert. Aber gut, so ist das. Na, da kann man mal sehen, wie eben die Natur sich selber hilft. Ja, so eine zauberhafte Entwicklung hätte ich auch ganz gerne mal hier im Rundkübel bei den Yanguifei, denn da erkennt man schon, da ist immer wieder mal so ein Kommen und Gehen der Algenbelege. Jetzt gerade ist es mal wieder die letzten Tage ein bisschen heftiger, aber gut, stört mich nicht. Ja, das Ganze ist naturbelassen, soll naturbelassen so sein, wie es eben ist und auch das wird sich wieder von selbst regulieren. Also ich fange jetzt nicht an und tue hier irgendwas absaugen oder wegwischen oder sonstiges, das bleibt wie es ist und es kommt ja, wie es kommt und wird auch wieder verschwinden, so wie es gekommen ist. Bepflanzung wird immer mehr. Ja, gerade hier Wasserminze und Pfennigkraut wächst richtig ordentlich. Salvinia erholt sich sehr, sehr gut. Ich meine, klar, hier solche dicken Polster, die könnte man jetzt mal hier so mit der Hand absammeln. Ne? Könnt die rausnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Kann man mal machen, aber das war es dann auch schon. Ne? Also ich fange jetzt hier nicht an und mache irgendwelche riesigen Aufräumarbeiten am Becken und Putzaktionen, also das fällt alles definitiv aus. Ja, in einem der kleinen Kübel habe ich so eine kleine Trübung. Hier sind ja noch White Lamb Nachzuchten drin. Ja, Trübung ist schon ordentlich, also ist ein bisschen schwierig den Bodengrund zu erkennen. Ist die erste Trübung hier überhaupt in dem Kübel, hatte ich vorher überhaupt keine Probleme mit gehabt. Ja, so unterschiedlich kann sich das Ganze eben entwickeln. Gleiche Beleuchtungszeit in dem Sinne, gleiche Sonnenintensität wie in den Nachbarnkübeln, aber eben eine komplett unterschiedliche Entwicklung. Ja, mal ganz kurz mitgenommen, 4,1 Grad, 4,0, 4,1, wie auch immer. Also es ist schon relativ kühl heute. Lufttemperatur 13, 14 Grad, mehr ist es nicht. Also alles andere als wirklich angenehm. Und ja, es zieht sich immer weiter zu. Also es ist schon sehr, sehr merkwürdiges Wetter für Ende Mai. Ja, gar nicht auszudenken. Samstag, 1. Juni. Einmal Freibad war bisher drin. Und ja, was soll ich sagen? Kein wirklicher Frühling. Gut, ich will mir heute, oder ich will heute noch ein bisschen was machen hier draußen. Der Kübel hier vorne soll ja sowieso nochmal komplett neu gestaltet werden. Die beiden länglichen wollen oder sollen entsprechend noch aufgepflanzt werden, ganz klar. Der Kübel hier soll auch weg. Auch der Kübel mit den alten Medaka White Lambs soll hier unten verschwinden. Einfach mal ein bisschen Ordnung, ein bisschen Struktur hier reinbringen. Und ich
bin die ganze Zeit schon am Überlegen, was ich mit dem Teichlebermoos veranstalten soll. Ah, die gefällt mir hier draußen eigentlich schon relativ gut. Hat noch keine typischen Polster ausgebildet, so wie man das Ganze aus dem Aquarium normalerweise kennt. Aber gut, ich nehme an, das ist auch temperaturabhängig. 4, 5 Grad aktuell Wassertemperatur kann man nicht sonderlich viel erwarten. Und dafür steht so aus meiner Sicht immer noch richtig, richtig ordentlich da. Und ich bin vor allen Dingen sehr, sehr gespannt, wie sie sich entwickelt, wenn es mal wirklich warm wird. Ja, mal so für längere Zeit, auch Nachttemperaturen im zweistelligen Bereich. Also da kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass sie da mal dann auch anfängt, typische Polster zu machen. Und das könnte hier draußen schon richtig hübsch aussehen. Ja, die Medakas gehen in jedem Fall raus, das ist ganz klar. Die sollen hier nicht für längere Zeit drinnen bleiben. 40 Liter hat dieser Kübel hier. Für die Jungen hier zum Anwachsen ist es überhaupt kein Thema. Ja, da ist es völlig in Ordnung. Ein Teil davon der Tiere wird hier rüberziehen, ein Teil werde ich noch abgeben. Und ich denke mal, dass ich den Kübel hier heute leer mache. Ja, sowieso so eine kleine Trübung. Die ersten 5 kleinen Mini-Whitelames sind ja sowieso schon hier eingezogen. Und ich denke mal, dass ich die kleinen, die jetzt hier noch mit dem Kübel sitzen, heute entsprechend nachsetze. Ah, ihr seht, kleiner Break zwischendurch. Ich habe das mal eben ohne euch gemacht. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so sonderlich interessant gewesen für euch, wie ich da die Fische aus dem drüben Kübel raushole. 7 Stück an der Zahl. Ja, und die werden jetzt gerade noch ein bisschen angepasst. Also ein bisschen Wasser aus dem Kübel in den kleinen Bottich mitgegeben, dass sie sich einfach an die neuen Gegebenheiten stabil oder ja langsam gewöhnen können. Und da unten steht der fast abgelassene Rest noch. Sind noch einige Schnecken mit dabei. Die muss ich natürlich noch alle absammeln, vollkommen klar. Ich denke auch mal, dass ich den jetzt hier mit rübernehmen werde in den Garten. Quasi schon mal als ja, erste Bakterienkultur dann für den Miniteich, der ja noch entstehen soll, für die Kardinalfische. Da kann ich den Sand und die Steine in jedem Falle noch mal wiederverwenden. Und eben auch die Schnecken. Ja, direkt können sie dann gleich die Aufgabe übernehmen und die ersten Belege wegputzen. Genau, so der Plan. Und schon ist wieder ein bisschen Platz mehr. Ich werde mir gleich die Medaka Whitelame Alttiere von da unten hier hochholen, dass die auch mal wieder ein bisschen Sonne abbekommen. Die stehen da unten schon ziemlich arg schattig. Und jetzt würde ich sagen, können die Kleinen auch rein. Also alles in allem, gute 20 Minuten habe ich vergehen lassen. Ich werde jetzt nicht irgendwie abkechern oder sonstiges. Die gehen jetzt direkt auf den einfachen Wege in ihr neues Zuhause. So, mal schauen, ob ich auch alle erwischt habe. Jawohl. Also, jetzt mittlerweile 12 Medaka Whitelames. Ja, ist schon fast ausreichend na, für so ein kleiner Kübel. Die Alttiere kommen ja früher oder später auch nochmal mit dazu. Na, ich will die hier schon nochmal ganz gerne irgendwie vermehren. Temperaturen müssen natürlich mitspielen, vollkommen klar. Ja, bei den aktuellen Wassertemperaturen ist nichts mit Fortpflanzung, da entstehen keine Eier. Deswegen kommen die jetzt erstmal hier hoch, damit sie auch ein bisschen mehr Sonne abbekommen. So, auch das mal eben erledigt und schon klappt es auch wieder ein bisschen einfacher mit der Filmerei bei den Whitelame Alttieren. Hier oben ist eben dann doch mal deutlich heller als unten auf dem Boden und die Tiere wird es in erster Linie freuen, was die Temperaturen angeht. Denn sobald die Sonne draußen ist, natürlich wird es hier oben dann wesentlich schneller warm als unten auf dem Boden. Ja, die Tiere sollen sich noch mal ganz gerne vermehren hier in dem Kübel. Ich habe hier so ein bisschen was an Taiwan-Moos drin. Auch das funktioniert bei den aktuellen Temperaturen sehr, sehr gut. Idealer Standort dann für die Weibchen, um die Eier abzustreifen. Und ja gut, dazu gehören aber erstmal ein paar wärmere Temperaturen. Denn wie gesagt, bei den aktuellen Temperaturen ist da nicht wirklich was mit Vermehrung. Schauen wir mal, was die nächsten Tage und Wochen so mitbringen. So, ein kleines bisschen weiter, wenn auch längst noch nicht am Ende, denn optisch gesehen, ja, soll sich natürlich noch einiges tun, das ist vollkommen klar. Vieles ist noch in der Entstehung, insbesondere hinten die beiden länglichen Kübel.
Da fehlt noch die komplette Auspflanzung. Da machen wir es aber auch Stück für Stück. Ich würde mal sagen, nicht jeden Tag, aber immer mal wieder mal ein kleines Stückchen weiter. Und ich hoffe mal, dass die Temperaturen, das Wetter einfach jetzt mal ein bisschen besser auch in Schwung kommt, in Richtung Frühling sich entwickelt. Denn aktuell ist das eher ja, Herbst- bis Aprilwetter, so irgendwas mittendrin. Es ist kühl, es ist viel zu nass, viel zu verregnet und da macht es auch keinen Spaß, draußen irgendwas zu machen. Also wir haben jetzt hier aktuell, wie gesagt, später Mittag, 14 Grad. Ich habe zwar eine kurze Hose an, aber noch ein Jäckchen oben drüber. Also von daher alles irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, zumindest nicht für Ende Mai. Gut, aber immerhin ein kleines Stückchen weiter, ein Kübel ist weniger und das Ganze geht ein bisschen geordneter in Richtung Normalität. Und wie es weitergeht, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich nämlich sagen, machen wir einen Deckelchen drauf für heute. Ich komme heute mal nicht vor die Kamera und verabschiede mich mit ein paar Aufnahmen der Medaka Yanguifai. In dem Sinne, habt eine gute Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Tschüss und bis bald.